Schalämpchen, Freunde! Schalämpchen! Wir haben hier ein Sechseck aufgebaut. Kurz gemauert. Genau, kurz gemauert. Nein, nein, Spaß. Wir haben uns hier ein bisschen abseits gelegt. Ich glaube, die Location ist ganz geil. Aber heute geht es nicht um die Location, sondern um E-Scooter-Tuning. Wie soll es auch anders sein? Und zwar um E-Scooter-Tuning-Chips. Ja, ihr habt es vielleicht in der Kommentar... Ach, Kommentar. In der Beschreibung gesehen. Titel, so. Hättest du ja schon lesen können im Titel, oder? Wollte ich ja sagen, ich hab's schon gelesen. Bald jeden E-Scooter tunen oder nicht? Also wir haben da tatsächlich jemanden an der Hand, der baut die selber. Ja. Ihr wisst selber, Xiaomi und Ninebot machen da Sperre rein und bis zum geht nicht mehr, funktioniert gar nichts mehr und da kommen leider die Tuning-Chips. Also das heißt leider. Ja, man muss aber auch ganz kurz sagen, wir haben am Anfang ein Video gemacht, wo wir die Tuning-Chips vorgestellt haben. Hat mittlerweile 100.000 Aufrufe, das Video. Das war schon mal ziemlich heftig, also schon mal ziemlich heftiges Video gewesen. Oder ja. Ziemlich heftige Rezension von euch. Da haben wir aber selber gesagt, obwohl wir in dem Video gesagt haben, dass wir dafür quasi Geld bekommen, dafür, dass wir das hier vorstellen. Waren, glaube ich, 150 € oder so. Ja. Bin mir auch nicht mehr sicher. Jedenfalls haben wir da noch gesagt, dass wir die Tuning-Chips für alle Modelle empfehlen können, außer für Ninebot und Xiaomi. Weil man kann die einfach easy mit einer App tunen und die fuhren dann auch nur irgendwie 27 oder so. Und die hat nicht ihre volle Power. Das heißt, du kannst auch einfach gratis mit einer App rangehen, danach fahren die schneller und ja. Das war eigentlich so eine Sache, wo wir gesagt haben, ja gut, die Tuning-Chips sind geil, können wir aber nicht mehr empfehlen. Später, Freunde, haben wir dann ein Video gemacht, wir können gar keine Tuning-Chips mehr empfehlen, also überhaupt keine mehr, weil die irgendwie nicht mehr irgendwelche hatten, die Lieferprobleme oder sonst was. Und wir haben auch alle Links rausgenommen, weil wir nicht wollten, dass jemand was über unseren Link kauft und dann bekommt das nicht. Deswegen haben wir wieder rausgenommen. Jetzt sieht die Sache aber anders aus, Freunde. Ich habe jetzt wieder Kontakt mit dem Tuning-Chip-Hersteller aufgenommen oder er mit uns. Er hat uns einen Tuning-Chip für ein 1S geschickt, der funktioniert mit der aktuellsten Version auf dem aktuellsten Xiaomi, mit Tuning-Sperre, mit alles drum und dran, mit Klebeband um Lenker gewickelt. Das heißt quasi, es ist nicht mehr nötig, wenn man nur sein 1S schneller machen will, ein neues Dashboard plus Controller zu kaufen. Und das ist auch der Grund, warum wir aktuell keine Dashboards mehr im Shop haben, da kommen noch welche rein, weil ihr habt dann einfach mehr Möglichkeiten und so was. Viele Leute sind da, wollen da ein bisschen mehr basteln, aber es ist aktuell kein Bestreben mehr danach, einen neuen Controller und sowas zu holen, wenn man einfach nur seinen Roller schneller machen will. Leider. Also das heißt leider, ist schwierig. Xiaodash ist übelst überteuert geworden. Scooter Hacking ist immer noch sehr gut. Aber was nützt dir Scooter Hacking, wenn du erstmal den Controller und den Dash tauschen musst und dann über 100 € bist? Also, schwierig. Ja, brauchst du ja auch keinen, kannst du dir besser den kaufen? Das ist der auch, kostet dann die 100 € direkt mehr. Ja. Da drückst du 5 mal am Knopf und dann fährt der 45. Ja. Und wenn du den Schlüssel hier umdrehst und wieder anmachst oder ausmachst und wieder anmachst, fährt der wieder 20. Das Ding ist klar, es lohnt sich vielleicht teilweise noch, das umzubauen, wenn man die Code dafür hat, um die Einstellungsmöglichkeiten zu bekommen. Aber wir wollen ja euch, sagen wir mal, das kostengünstigste, beste vorstellen. Weil die meisten Leute sind ja neu und die wollen natürlich auch nicht viel Geld ausgeben, was verständlich ist. Der Scooter kostet 400 €, also wenn wir jetzt von 1S reden. Ja, 450, glaube ich. 50. Der Ninebot kostet vielleicht 800 €, aber selbst dann, die Ninebot-Modelle haben andere Controller, anders. Die sind sowieso teurer, die Sachen. Dann bist du nicht bei 100 € oder bist du bei 150 €, wenn du die komplett umtauscht. Ja, ist schon dämlich. Und deswegen kommen jetzt wieder die Tuning-Chips rein. Und wir werden bald bei uns im Shop welche vorstellen, beziehungsweise auch zu verkaufen, anbieten, die wir getestet haben auf der neuesten Version, die wir auch hinterstehen können, die auch bei uns lagermäßig verfügbar sind. Ja, die wir selber, also ich bringe die selber zur Post. So, dann weiß ich auch, die werden verschickt, dann weiß ich auch, die kommen an. Genau. Und wenn dann irgendwas nicht damit in Ordnung ist, dann könnt ihr uns direkt schreiben. Ihr wisst ja, da steht alles im Shop dabei, habt dann eine E-Mail-Adresse, dann könnt ihr uns da direkt schreiben und so weiter und so fort. Da werden, kann man jetzt schon mal sagen, sehr wahrscheinlich zwei Versionen kommen. Eine Version mit einer, also mit Bluetooth und einer App dabei, die wird so um die 70 € kosten. Ganz kurz mal auf die Preise haben wir nicht so viel Einfluss. Also die werden 70 € kosten. Wenn das aber mit einer App funktioniert, finde ich das noch in Ordnung. Man kann nämlich auch auf eine, ich glaube, 30 € Variante gehen. Die hat keine App dabei. Wie das genau mit der App ist und so weiter. Ich habe noch keinen mit App, ich habe nur den ohne App, habe ich ausprobiert, funktioniert. Haben wir jetzt hier nicht mitgenommen, wollten wir euch jetzt hier nicht unnötig einmal zeigen. Wir werden das sowieso, wenn die bei uns ankommen, vermutlich so in 2 Wochen sein, dann werden wir euch das einmal zeigen. Dann kann man die dann auch kaufen tatsächlich. Das wird natürlich dann eine geile Sache. Dann zeigen wir euch auch, wie man die einbaut und dass das mit der neuesten Version funktioniert. Funktioniert mit einem 1S, Pro 2 und Mi 3, ganz wichtig. Nicht nur mit einem 1S oder mit einem Pro 2, sondern auch mit dem Mi 3, mit der aktuellsten Firmware drauf. Das heißt, das klappt auf jeden Fall bei jedem. Profil verkackt, ne? Profil verkackt, ja. Okay, ja. Stand jetzt, Freunde. Stand heute, wann haben wir das Datum bis heute? Boah, 20. Also auf jeden Fall Stand Februar 2023. 21.
Ja, stand ja auf jeden Fall im Februar, jetzt funktioniert es. Und ja, da haben wir jetzt aber noch ein paar andere Informationen. Dann ist ja und zwar, Ding, wenn der Pro 4 funktioniert, stand jetzt nicht. Genauso wie andere Scooter-Modelle stand jetzt nicht mit Scooter, mit der Tuning, mit dem Tuning-Chip tunbar sind. Und es kann möglich sein, dass die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, sagen, jo, ich habe richtig Plan, ich hau jetzt richtig einen raus und hau noch mehr Modelle auf den Markt. Und das könnte passieren. Ja, und da kann ich euch sagen, da sind die Leute auf jeden Fall mit dran. Und das finde ich schon mal ziemlich nice. Und das ist, wenn das alles so funktioniert, wäre cool. Wir werden euch da auf jeden Fall direkt auf dem Laufenden halten. Sobald es da irgendwas Neues gibt, erfahrt ihr es bei uns. Und nochmal ganz kurz, Freunde, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Wir wollten hier jetzt noch so ein bisschen mehr so Tuning und sagen wir mal ein bisschen bessere Videos hochladen. Oder ein bisschen mehr die sich auf ein Thema beschränken, zum Beispiel E-Scooter und E-Scooter-Tuning und so weiter. Und wir haben extra jetzt einen Zweitkanal gegründet, der heißt einfach Survival Masters 2, links in der Beschreibung. Dann könnt ihr gerne abonnieren, wenn ihr auch andere Videos von uns sehen wollt. Also wir werden da jetzt nicht hingehen und hier irgendwie ein Rasenmäh-Tutorial hochladen, was 4 Stunden geht. Aber wir fahren auch manchmal mit E-Scooter rum, bauen vielleicht auch da mal was um. Halt alles das, was das nicht auf den Hauptkanal geschafft hat, plus Sachen, die einfach vom Thema nicht mehr hier hinpassen. Zum Beispiel so, keine Ahnung, vielleicht nochmal Lost Place oder so. Oder mal ein Video von ihm alleine, mal ein Video von mir alleine oder so. Einfach sowas. Wenn ihr da Bock habt und uns da unterstützen wollt, Link in der Beschreibung. Gerne auf Abonnieren drücken. Gleiche gilt natürlich für diesen Kanal. Wir haben 22.000 Abonnenten. Das ist ungefähr, ja, ich glaube so 75-80% der Leute haben den Kanal noch nicht abonniert. Finde ich ein bisschen schade. Ich meine, könnt uns gerne unterstützen. Wenn ihr nicht wollt, dann müsst ihr nicht. Ne? Alles gut. Aber wäre auf jeden Fall cool. Das auf jeden Fall nochmal dazu. Also ich bin echt gespannt, was jetzt noch bald passieren wird, weil die Tuning-Szene von E-Scootern verändert sich immer wieder. Immer wieder, immer wieder. Man kommt irgendwas Neues, dann wird passieren, dann kommt ein neues Update, dann kommt ein neuer Scooter, die müssen wieder hacken. Das ist einfach ein laufender Prozess und das wird sich noch jahrelang hinziehen und es wird, glaube ich, auch nie aufhören. Nein, wird nie aufhören. Also das ist wie damals, Freunde, mit irgendwelchen gecrackten Spielen für den PC oder so. Dann hat der Hersteller aber wieder irgendwas gemacht. Dann hat der wieder was gemacht mit irgendwelchen Spielen, wo man sich rumhacken kann oder so. Ja, mit Jailbreak. Das ist immer wieder, der Hersteller macht was dagegen, dann kommen die, machen was dagegen. Das schaukelt sich immer weiter auf. Das wird niemals enden. Und ja. Und wir stehen eigentlich genau dazwischen. Wir stehen zwischen den Herstellern und den Tuning-Hackern. Ja, weil wir zu beiden Kontakt haben. Also ja, wir haben mit den Herstellern Kontakt und mit den Tuning-Typen. Dann, ja, Freunde, ne, wie gesagt, müsst ihr, ne, ganz wichtig nochmal, ganz, ganz wichtige Info nochmal, Freunde, für euch. Wenn ihr euch solche Tuning-Chips einbaut, hier in diesem Video sind keine verlinkt, aber ich sag's trotzdem mal, dann dürft ihr damit natürlich nicht mehr am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen. Das ist, ihr verliert quasi eure ABE und wenn ihr schneller als 20 km/h fahrt, ist das auch kein Dingens mehr. Dann bräucht ihr theoretisch einen Mofa-Führerschein oder einen Rollerführerschein. Ist auch scheißegal, was man dafür bräuchte. Fakt ist, man darf es nicht. Das heißt, wenn ihr sowas macht, macht das dann nur auf dem Privatgrundstück und wenn ihr es dann doch auf der Straße macht, dann selber schuld, wenn ihr erwischt werdet. Und egal, was ihr macht, fahrt auf jeden Fall bitte vorsichtig. Genau. Ich glaube, das war es erstmal für das Video. Wie gesagt, abonniert, wenn ihr nichts verpassen wollt. Die neuen E-Scooter, die kommen bald. Die neuen E-Scooter-Tuning-Chips, die kommen bald auch. Ja, also ganz kurz die Info, Freunde. Wir haben Stand nächstes Video, also ich sag mal, wir haben nächste Woche den neuen Paul bei uns. In der 2048-Euro-Version. Wir haben den neuen Fritz bei uns und zwar sogar zweimal, Freunde. Wir haben zwei neue Fritz, auch mit einem großen Akku, ohne Blinker. Wie war der Nachname von dem Fritz? Hä? Wie war der Nachname? Paul. Fischer Fritz? Nein, der Fritz Paul und Paul Fritz. Der Fritz wird auch in der Box geliefert. Das ist so eine Fritz-Box. Okay, Freunde, lassen wir den Scheiß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ja, könnt ihr Bock drauf, also könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Fritz-Videos kommen, Paul-Videos kommen, vergleich noch mal mit dem Legacy, weil der Paul kostet 1 Euro weniger als der Legacy. Warum auch immer, ja, wird richtig geil. Dann kriegt Emanuel noch ein Fahrzeug, ich weiß schon, wie das aussieht, aber nur vielleicht, das weiß ich noch nicht. Der Sommer kommt bald, Leute. Leute, bald ist die Saison wieder da. Wir haben immer noch hier arschkalt, Mütze auf, also Handschuhe an, aber bald geht's los. Alles klar, Freunde, danke fürs Zusehen und ich würde sagen, ciao. Bis auf dem Zweitkanal. Ja, ich weiß noch nicht, wie häufig wir da was hochladen. Werden wir sehen. Also, ciao. Aber danke fürs Support. Ja, das ist echt nett.